Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ganz genau, und das bereits zum 90. Mal. Zu Gast bei mir im Studio ist natürlich immer noch Esther Filly. Und wir spielen gleich noch ein Lied von dir, nachdem wir noch ein bisschen weiter gequatscht haben. Aber ich glaube, du möchtest zu dem Lied auch ein bisschen was sagen. Das heißt schlicht und ergreifend Rit Style. Ja, genau. Das ist eigentlich der Song, der über allem steht. Der ist jetzt nochmal ganz neu aufgenommen worden in Hamburg in einem ganz tollen Studio und neu produziert worden. Und der wird auf jeden Fall auf dem nächsten neuen Album ganz, ganz in ganz neuem Glanz erscheinen und richtig cool werden. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Ja, weil der Song Rit Style, Musik Rit Style, Esther Filly Rit Style, der Song Rit Style, und der wird richtig, der ist toll geworden. Wie bist du darauf eigentlich gekommen, auf diese Idee, diese Rit-Style-Musik zu machen? Das ist ja sowas wirklich, das gehört zu dir und nur zu dir, das gibt's von keinem anderen. Da hast du das Copyright drauf. Wie ist diese Idee entstanden? Du meinst die Idee des Namens oder? Ja, alles, in dieses Gesamtpaket. Alles. Du musst dir irgendwann mal überlegt haben, ich will was Eigenes machen. Und weißt das du, wie das entstanden ist? Indem ich ehrlich gesagt am Anfang mal gar nicht so viel überlegt habe. Ich habe einfach wirklich gemacht aus der Freude heraus, aus der Lust an der Musik, habe einfach eine tolle Band, tolle Jungs gefunden und und dann war es einfach so, dass die Leute immer gefragt haben, Mensch, was machst du denn für Musik? Das ist irgendwie ein bisschen Soul, das ist ein bisschen Elektro, das ist Pop, das ist Blues und ich hatte immer keine Lust, durch 1000 Musikrichtungen zu schwimmen, habe ich einfach gesagt, Mensch, du musst dem einfach einen passenden Namen geben und sich frei machen und sich lösen, also sowohl sich frei machen allen Menschen gegenüber, von der Meinung, vom Geiste her, vom Herzen her und auch eben halt in der Musik. Und so ist dieser Name zustande gekommen, Rit Style. Und wie du sagst, ist Patent drauf. Das ist einmalig auf der ganzen Welt. Das ist cool. Das ist auch cool, ja. Du hast ansonsten ja auch viele andere Aktionen gemacht. Du hast den VfB-Song gesungen, aber du warst auch auf dem CSD. Ja. Und das ist ja noch gar nicht so lange her, bist da aufgetreten und hast den CSD-Song gesungen. Wie bist du denn dazu gekommen? Zu dem Song oder zum CSD? Ja, beides. Erzähl über den CSD. Also der CSD war erstmal total klasse. Ich grüße auch alle lieben Süßen, die da waren, die mich gesehen haben. Zum CSD bin ich gekommen durch Frau Schmidt, weil Frau Schmidt wiederum die liebe Anni kennt. Und ganz liebe Grüße, Anni. Vielen Dank dafür. Und und da haben wir Neue Zeit präsentiert. Das ist einer unserer aktuellsten Songs, die noch gar nicht auf diesem Album drauf sind, die kommt auf das neue Album drauf. Und das haben wir sozusagen dem CSD als Hymne sozusagen zur Verfügung gestellt, gewidmet. Neue Zeit, auch ein wundervoller Song. Den werdet ihr auf dem Stadtfest hören. Esther, wir könnten ja noch Stunden weiterreden, gerne. Aber die Zeit geht schon wieder langsam dem Ende entgegen.